So, liebe Leute, weiter geht's mit dem Qualifying heute aus Brasilien. So, da sind wir zu Gast in Sao Paulo hier. Hier wollen wir natürlich den nächsten oder zweiten Saisonsieg holen. Mal gucken, was drin ist. So, da sind wir wieder zu Gast. Back on track. Wo gemerkt? Und wir fahren raus. Bleibt beim Trockensetter. Irgendwas müssen wir ja machen. Können wir unsere erste offizielle Pole diese Saison holen? Oder wenn wir wieder kurz vor Ende des Verstappen gefangen. Ferrari fährt raus. Und dann gehen wir raus. Vermutlich das Vettel, der raus ist. Ja, Antwort habe ich gegeben, Teamwechsel, Fragezeichen. Vielleicht ist es doch eine Chance, nochmal einen guten Sprung nach vorne zu machen. Mal gucken, welches Team uns haben will. Falls überhaupt die Möglichkeit ist. Natürlich wird jetzt viel, viel spekuliert. Aber wir schauen mal. Vier Reifen haben wir ja. Dreimal versuchen können wir starten. Sehe ich, habe es aus Mexiko gemacht. Können wir hier die Pole holen? Eine hätten wir gehabt, aber die hat wohl sehr aberkannt. Ich weiß gerade auch nicht mehr wo. Naja, schauen wir einfach mal. Wichtig ist, ein gutes Rennergebnis zu holen. Und jetzt geht's auf unsere gezeitete Runde. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich hasse diese Ecke hier. Das ist, da haben wir echt jetzt unsere Probleme auf dem... damit ist das Thema auch gegessen mit der Runde. Das heißt, wir müssen nochmal einen zweiten Versuch setzen. Ich denke nicht, dass das besser, dass das eine gute Zeit wird. T9 Sebastian Vettel, die Zeit kriegen wir nicht. Nein. 1,2 Sekunden her, Sache, der Mega-Quersteher, der war da im ersten Hügel hatten. Verstappen 9, 8. There's only one lap of fuel remaining. 9, 6 Leclerc. Es gibt Mega auf die Strecke. Jetzt kommt gleich unsere Lieblingsecke hier. Und wieder das gleiche, der fick übelste Quersteher. Wenn ich die mal abstellen kann, könnte man eine gute Zeit setzen. Nächste ist besser. Lewis Hamilton, momentan sind wir nur siebter. Aber wir werden das, was die Position betrifft, finde ich, werde mal schön verbessern. Grosjean, zumindest der muss da hinter irgendwo landen. Das freie Training, den Freitag absolut dominiert. Und dann am Samstag wieder. Besser Grosjean geknackt, aber. Aber. Ja, es ist halt momentan.
es ist halt meistens der Samstag, der uns jetzt drin so ein bisschen kaputt macht. Immer wieder dieses der erste Hügel. Ich komme aus diesem ersten Hügel nicht raus. So, momentan sind wir auch nur auf 8, weil Quie hat sich, glaube ich, noch dazwischen geschoben hat. Und das ist halt genau das, was ich meine. Plötzlich sind wieder die Nerven, die einem flattern. Wir müssen nochmal einen Sprung nach vorne wagen. Ja, ich weiß, dass da jetzt zwei Autos kommen. Man unbedingt stehen bleiben muss. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Was ist denn heute schon wieder los? Oh, das war keine Absicht, sorry. Latifi. Ja, das ist okay, das nehme ich mal auf meine Kappe. Da habe ich jetzt einmal nicht geguckt, ich habe nur gedacht, okay, in den beiden bin ich vorbei. Habe jetzt nicht mehr weiter nach hinten gelogen. Das nehme ich jetzt mal auf meine Kappe. Das, gut, dass wir da keine Strafe für gekriegt haben. Da flog auch ein Flügelteil. Meinst du was nicht? Den haben wir nämlich von Perez kaputt gefahren bekommen. Ja, aber die KI aber teilweise so dämlich ist und einfach dann sagt, komm, ich mach langsam zwar, aber dann fahren die auch langsam. To spend time repairing the damage to the car. Ja, momentan nur 12 da. 1,95. Da sind wir, glaube ich, bei weitem nicht rangekommen. Momentan sind wir bei 10,8, also 1,3 Sekunden, die wir uns irgendwie zaubern müssen. Der Flügel muss noch ein bisschen repariert werden. The car setting screen on your multifunction display will allow you to change various settings as you drive. Open the display with the MFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. So far. So, ich guck mal gerade was wegen Kameraoption. TV-Kamera versetzt. Cockpit. Kriege ich die ein bisschen was anderes? Ein bisschen dahin gesetzt. Warte mal. Nehme ich halt versuche mal ein bisschen die Kamera einzustellen, weil dann sieht man es vielleicht ein bisschen mehr, was den Flügel betrifft, was die Links betrifft. Ich probiere mal was um. Wir probieren mal was aus. So. Gut, dann gehen wir mal auf die Back on Track. Also auf, zurück auf die Strecke. Weil wir wollen ja natürlich die Möglichkeit haben, den Bestzeit mal zu fahren. Aber dazu muss dieser blöde Quersteher raus. So, ich habe jetzt bewusst mal die Kamera ein bisschen mal hingestellt, aber ich sehe trotzdem nicht mehr im Flügel, mit dem Spiegel da außen. So, warte mal, ich probiere jetzt nochmal was aus. Kameraoption. Ich versuche nochmal, ob ich die ein bisschen nach hinten ziehen kann. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück, das war jetzt doch was mehr. Ja, jetzt sehe ich ein bisschen das, was ich haben will. Weil ich wollte nämlich ein bisschen mehr am rechten Flügel sehen, im rechten Spiegel sehen, dass ich eventuell ein Auto sehen kann. Das ist nämlich die Strategie, wenn ich immer möglich. So, versuchen wir es einfach mal. Und dann schauen wir nochmal, was möglich ist jetzt noch. Kann man nochmal eine Bestzeit setzen? Fragezeichen.
Weil wie gesagt, den Freitag absolut dominiert und am Samstag verkacken wir es gerade richtig. Mit Hand um Platz 15. We have two laps of fuel remaining. Ja, Mercedes ist jetzt die Strecke nochmal ein bisschen warm zu fahren. Das ist der Sektor sagt schon mal gut, jetzt müssen wir diesen Quersteher. Hier müssen wir den Quersteher rauskriegen. Ja, leichter war drin, aber der war nicht so. Hoffentlich nicht so schwerwiegend wie die davor. Immer mal wieder leichter. Ich krieg das Auto gerade und hänge auf der. Der stellt sich quer. Ich hatte ein Auto vor mir gesehen, aber scheinbar war es doch nicht. Das sind 1,3 Sekunden. Kriegen wir es hin, vielleicht. Zweiter Sektor war nicht. Leider. Ja, es ist immer noch zu wenig. Es wird nicht reichen. Für zwei wird es werden. Nö, doch nicht. 1,595. Sofort ist einer. Ein Ferrari. Dann ist es Vettel. Ja, ich hab's hingekriegt. Jetzt ist er gerade nämlich nicht quer gegangen. Vettel momentan auf 12. Der Vorteil ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit dem Auto noch vor uns mitzuziehen. Also wir haben noch jetzt seinen Windschatten. Das heißt, es wird die Zeit nochmal ordentlich drücken. Nochmal Bestzeit. Nochmal Bestzeit. 1.09.3 ist die momentan beste Zeit. Und die haben wir. Vor Hamilton, vor Bottas. So, das wäre die vierte Session in Folge, die wir tatsächlich schaffen könnten. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt durch die dass das Rennen morgen nass sein wird. Ich habe es jetzt irgendwie ein bisschen hinbekommen, dass ich nicht diesen Quersteher habe. Ich habe einfach zwei Gänge runtergeschaltet und habe da ein bisschen. Und dann ging das auf einmal. So, ich weiß, was hält dann, wenn es ein Mercedes kommt. Lewis Hamilton ist es. Der schauen wir jetzt, ob die schnellste Runde geht. So, ab in die Box damit, nochmal nur untertreifen und dann gib ihm. So. So far our fastest lap is a 1:09.3. Reicht das, um nochmal die Bestzeit zu setzen? Bei 3 Minuten gehe ich nochmal oder
ja, doch 3 Minuten gehen wir auf die Strecke. Dann wissen wir zumindest, was die Zeiten. Ich gucke mal, was der Hamilton gerade da fabriziert mit seinen Zeiten. Der bricht ab. Der bricht die Runde ab. Der Lewis. Der Ferrari auch. Ich glaube, da dass er gerade nicht rankam. Ja, haben sie tatsächlich irgendwie noch gewuppt. Knapp vorne Sainz. Erster Sektor zumindest. 35,7 hier im zweiten. 16,6,01 im dritten. Ja, das ist halt der zweite Sektor, der uns ein bisschen was bringt. Dieser Quersteher, der tut nämlich richtig weh immer wieder. Ich habe dann eh ein bisschen rausgekriegt. Das heißt, ich habe ein bisschen dadurch was gewinnen können. Das macht viel, viel aus auf einmal. So, Bestzeit relativ momentan komplett ohne Zeit. Aber gut, der hat den kompletten Flügel gehabt. Der wird wahrscheinlich auch keine Chance. To view information on your current levels of tire wear and damage, press the MFD button to open the multifunction display and then again to cycle to the tires and damage screen. So, jedenfalls sind wir dran. Jetzt müssen wir gleich raus. Ein paar werden jetzt gleich rausgehen. 22nd in the speed trap, 334.8 kilometers per hour. All set. Everyone clear? 22nd sind wir auf der Speed Trap, also wir sind langsamsten. Aber Hauptsache, wir sind vorne. So, dann gehen wir unseren letzten Versuch mal an. Wieder viel, viel Fahrbetrieb. Brasilien, das wird immer da so ein 18-Runden-Rennen. Denke ich mal. Wieder schon letzte Woche in Mexiko. Unser Ziel ist es definitiv, hier heute das Rennwochenende zu rocken, zu gewinnen. Die Frage ist halt, wie geht es in der nächsten Saison weiter? Geht es in einem anderen Team? Bleiben wir bei unserem Team? Mal gucken. Schauen wir einfach mal, nee, was die neue Saison dann ab Australien betrifft. So, jetzt geht's auf die schnelle Runde hier. Und wir versuchen nochmal eine Zeit zu setzen. Und vielleicht die um die Pole zu zementieren. Jetzt haben wir noch Mick vor der Nase. Das alles andere als gut ist. Ich hoffe, dass der ein bisschen mitdenkt. Okay, der Boss ist hinter mir. Da versuche ich ein bisschen, bisschen zu halten. Ja, der macht mir immer Spaß. Oder? Komm, komm, komm. Okay, ich aber. Das Problem ist, dass wir jetzt ein bisschen was verloren haben. So, reicht das hier? Bestzeit zweiter Sektor ist gut. Just 30 seconds left in the session. Ja, schon klar. Das heißt, wir können eh liefern, wir können jetzt eh fahren. Neuen Satzreifen wird es nicht geben, das ist klar. Nochmal eine Bestzeit gepackt. Hinterher, Latifi, doch noch raus. Haben sie das Auto doch hingekriegt. Das Qualifying ist offiziell beendet, die 18 Minuten sind durch. Schaffen wir noch mal eine Bestzeit. Oh, Latifi. Wenn man unbedingt zuwerfen muss, die Runde. Ich habe eine Bombenrunde dabei gehabt. Die Zeit war gut.
Und dann haut der Latifi mir ins Auto und verdorben meine Runde. Gut, okay, jetzt war vielleicht die Rache für das, was vorher passiert ist. Das heißt, wir sind jetzt komplett chancenlos. Das heißt, machtlos, was das betrifft. Reicht es, um die Pole zu holen am Ende der Saison? Yes. Ist die Bestzeit. Yes, yes, yes. Jetzt haben wir es auch offiziell. Es wäre nämlich nochmal eine bessere Zeit geworden. Das wäre nochmal eine bessere Zeit geworden. Am Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Richards, Bottas und Carlos Sainz. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, der Nächste, der uns da gefährlich werden kann, gucken wir mal gerade auf die anderen Plätze. Das ist momentan Sainz auf 3. Dann der Perez auf der 7 und Albon auf der 13. Das sind so die drei Kandidaten, die uns, was die Tabelle betrifft, gefährlich werden könnten. Noch. Oder beziehungsweise gefährlich sind. Schauen wir mal. Wir sind ja punktgleich mit Perez, glaube ich. Ich glaube, wir knapp nur irgendwie hinter Sainz. Das sind irgendwie 9 Punkte oder so. Und Albon sind auch nur 20 Punkte, Anführungszeichen. Das heißt, wir müssen heute guten Punkteschnitt holen, damit wir dann in Abu Dhabi den Vorteil haben. Gut, dann haben wir das. Ich gucke gleich mal auf die Tabelle. Ja, das letzte Session ist das Rennen. Da wollen wir das Ding gewinnen, haben wir das komplette Rennwochenende hier dominiert. Wenn noch die schnellste Rennrunde, dann hätten wir das Thema auch. Ja. Aber jetzt erstmal gucken, was gleich der Punkteschnitt sagt. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So. Ja, wäre das blöde Training nicht. Das ist der blöde Regen nicht. So, ich gucke mal gerade, was die Tabelle betrifft. Einen Sieg haben wir geholt. Pole Position haben wir jetzt gerade die erste tatsächlich diese Saison geholt. 3 Podiumspositionen, okay. Perfekt, ja. Sag ja Ungarn, Österreich und der Sieg in Kanada. Keine Fahrer-WM, keine Konstrukteurs-WM. Siege haben wir mittlerweile auch nur erst ein Jahr in Kanada, der. Genau. Ja, mal schauen, wie es wird. So, gucken wir mal, was die Tabelle betrifft an der Fahrer-WM. Ja, hinter Albon sind es 23 Punkte. Das ist das Maximum, was wir holen. 7 mit der Science. Deswegen bin ich froh, dass wir den gepackt haben. Weil beim Sieg wären wir nämlich nicht punktgleich. Dass wir der Zweiter werden sollte. Und vor Perez. 16 vor Ricciardo. Das wird so. Ja, das ist Norris, der momentan auf 11 liegt dann noch. Louis Stroll auf 12. Die haben alle noch ihre Chancen. Wir müssen heute tatsächlich liefern. Ja, vorne nach vorne wird es nicht mehr gehen. Racing Point werden wir nicht kriegen. Wobei ich mich wundere. Ja, wir haben beide Fahrer. Oh, wir haben beide Fahrer auf Hinterhose, aber die haben beide ihre Punkte geholt, ne? Wir haben halt nur eben er, also wir, und halt Mick mit seinen 10 Punkten hat den 5. Platz in Großbritannien, ja. So 96 Punkte, genau. Okay. Jordan King hat ja gar nichts geholt. Diese Saison. Naja, schauen wir mal. Unser Ziel ist es, wie gesagt, Platz 6 zuzumachen in der Konstrukteurs-WM. Im Idealfall schon dieses Wochenende. Wir sind 19 Zähler. Und dann gucken, was die Fahrer, was die Konstrukteurs-WM betrifft, nochmal einen riesen Schnitt machen. Vielleicht schaffen wir es auch Platz 6 zu holen. Ja, gut. Dann haben wir das Ding auch durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Rennen.